Hey Leute, hier ist David vom Lehmladen. Heute will ich euch mal die Innovation des ökologischen Bauens zeigen, der Hanfkalkstein. Was das ist und was ihr damit machen könnt, das seht ihr jetzt. Der Hanfkalkstein besteht aus wenigen Rohstoffen, die ganz natürlich sind. Aus Hanf als Leichtzuschlag, Kalk als Bindemittel und ein bisschen Perlite, um die Struktur noch zu festigen. Gepresst wird der Stein in einer Form mit Nut und Feder an den Enden, sodass er formgerecht ineinander vermauert werden kann. Verwendet werden kann der Hanfkalkstein eigentlich überall. Als Außenwand, von außen mit Kalk verputzt, von innen mit Lehm oder Kalk verputzt, als Trennwand zwischen den Räumen oder einfach nur als Innendämmung in der Sanierung. Das für mich Faszinierende an dem Hanfkalkstein ist die negative CO2-Bilanz von -90%. Die CO2-Bilanz eines Baustoffes sagt aus, wie viel Energie verbraucht wird, bis dass der Baustoff auf der Baustelle angekommen ist. Bei einem normalen Zement wird nur Energie verbraucht. Der hat kaum was an Energie eingespeichert. Der Hanf nimmt während dem Wachstum so viel CO2 auf, dass er die Energie, die für die Herstellung des Steines nötig ist, auf Null setzt. Dann hat der Hanf aber immer noch mehr Energie gespeichert. So viel, dass wir auf eine Bilanz von -90% kommen. Neben der guten CO2-Bilanz hat der Hanfkalkstein natürlich noch weitere super Eigenschaften. Die kann man sehr schön auf diesem technischen Merkblatt von dem Hanfstein sehen. Das ist auch in der Infobeschreibung verlinkt. Als Innendämmung eingesetzt ist er enorm robust. Die Oberflächenfestigkeit ist deutlich besser als zum Beispiel bei einer Holzweichfaserplatte. Durch die Festigkeit ist er enorm ungezieferresistent. Das heißt, wir haben keine Probleme mit Nagetieren, die sich in die Dämmung fressen oder so. Das Material ist schimmelresistent durch den Kalk, der da drin ist, und sehr einfach zu verarbeiten. Dann ist der Stein sehr feuerfest. Das heißt, du kannst hier mit einem Bunsenbrenner draufhalten und nichts passiert. Gleichzeitig hat er aber eine hohe Wärmespeicherung. Das heißt, du hast mit einem Bunsenbrenner draufgehalten, der Stein ist nicht verbrannt, aber die Stelle bleibt lange warm. Wenn du das mit einer Wandheizung kombinierst, speichert dieser Stein sehr schön die Wärme, sorgt aber dafür, dass die Wärme nicht nach draußen geht, weil die Dämmeigenschaften sehr hoch sind. Die Aufnahmefähigkeit von Feuchtigkeit ist enorm. Hanf kann ja bis zu 30% seines Eigengewichtes an Feuchtigkeit aufnehmen, ohne dass er an Dämmeigenschaft verliert. Weiter ist das Material, aus dem der Stein besteht, komplett nachhaltig. Hier sind keine Bestandteile enthalten, die nicht natürlichen Ursprungs sind. Das heißt, der Hanf kann recycelt werden, der kann aber auch kompostiert werden. Der Kalk, den kannst du schreddern und wieder verwenden. Das heißt, dieser ganze Stein, der hier vor uns steht, der kann so wie er ist, wiederverwendet werden. Ist aber meistens gar nicht nötig, weil wenn der Stein einmal verbaut ist, ist der Lebenszyklus etwa 100 Jahre. Das heißt, du hast 100 Jahre keine weitere Renovierung nötig. Das ist ein enormer Zyklus, den schafft kaum ein anderer Baustoff. Das heißt, das Gebäude wird enorm aufgewertet. Besonders erwähnenswert ist aber auch noch der gute Schallschutz. Die Steine sind durch ihre Porosität und ihre Oberfläche so gebaut, dass der Schall ganz schlecht dadurch kann. Das heißt, als Trennwände zwischen zwei Räumen mit einem Putz auf jeder Seite ist die Oberfläche so und der Stein so, dass der Schallschutz perfekt ausgeglichen ist. Aber alle Infos könnt ihr natürlich nochmal nachlesen. Das habe ich euch hier im Infobereich nochmal verlinkt. So. Und wenn ihr jetzt neugierig seid, wie man die Steine verbaut, dann guckt euch das nächste Video an. Da habe ich den Norbert Höpfer zu Gast, das ist der Entwickler der Steine und mit ihm zusammen habe ich eine Wand gemauert. So Leute, ich hoffe, ihr habt heute was gelernt. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Alle Artikel, die ich im Video benutzt habe, findet ihr natürlich auf lehm-laden.de oder hier in der Infobox. Hier sind noch zwei Videos, die ich euch verlinkt habe. Und jetzt macht's gut, bis zum nächsten Mal.